Jetzt erstmal eine Milchschnitte. Er hat hier wieder Atmung, das heißt, eventuell ist jemand in der Nähe. Da brauche ich nicht lang gehen. Komme ich da durch? Das klappt hervorragend. Keine Batterien oder so. Nur Duschen. Die da laufen. Ich mag gar nicht die Türen öffnen hier. Ist da jemand drin? Nee. Die Tür will ich nicht öffnen. Nee. Nee. Na gut. Okay, ist auch niemand drin. Oh, ich habe Schlimmeres erwartet. Hier haben wir nur so eine halbe Tür. Ich habe da ein Loch gesehen. Ah, das Loch fängt hier an. Okay. Dann müssen wir jetzt da runter. Au. Jetzt mal Knöchel. Komm ich da? Komm hier runter vielleicht? Nein? Ducken? Okay. Hallo? Es ist so verdächtig ruhig. Ich hab's noch gesagt mit dem verdächtig ruhig. Ich hab's noch gesagt. Wir müssen wahrscheinlich da lang, wo der gerade lang gelaufen ist. Ah! Ach! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh! Oh Gott! Locker bleiben! Jetzt locker bleiben, Mammut! Ach du Scheiße, was ist denn das für ein Pantomimen-Typ? Da sitzt auch jemand! Sollt ihr mal Hallo sagen hier? Hallo! Okay, der will nix. Hallo? Hallo? Alter, bist du hässlich. Hoffentlich nimmt er es nicht persönlich. Ich hab's doch gesagt, es ist zu ruhig. Ich mag hier nicht sein. Immer noch nicht. Und wo ist mein verdammter Camcorder? Da hinten sind kleine Lichter. Vielleicht ist da mein Camcorder. Das sieht sehr gut aus. Speichert. Komme ich irgendwie rum? Ja. Ach du Scheiße! Weg hier, weg hier, weg hier. Das Display hat auch einen Sprung. Wir gehen jetzt einfach dahin zurück, wo wir herkamen. Ach, super. Und jetzt macht ihr auch noch ständig das Bild hier so, hier Griseleien. Hoffentlich erschreckt mich jetzt der Typ nicht nochmal. Laufen, 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 laufen. Okay, Musik hört auf. Die verfolgen mich wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Okay. Alter. Geht gar nicht. Aber zumindest habe ich meinen Camcorder wieder. Wenigstens etwas. Alter. Da habe ich mich aber auch ein bisschen verjagt hier, als die Viecher da auf einmal standen. Weißt du, es war so das Klassische, weißt du? Die ist das zum Gucken weggenommen worden und auf einmal kannst du wieder sehen und hast dann so einen kleinen Jumpscare. Der Klassiker halt, ne? Der Klassiker. Und Batterie ist auch fast leer. Was für immer mehr. Bestimmt kommt gleich nochmal der Wallrider oder die beiden Nacke da ist. Keine Ahnung. Ja, Kamera. Tu mal nicht so doof. So, Folge im Blut, wohin? Finde Vater Martin im Verwaltungsblock. Ich weiß aber gar nicht, ob ich das will. Ne, weiß ich nicht. Da hinten ist Licht.
Ist aber stabil hier, ne? Also, ist ja fast wie zu Hause. Nur schlimmer. Jetzt soll ich wahrscheinlich von hier aus darüber springen. Ihr habt sie doch nicht alle. Na gut, ich spring da mal und hab's geschafft. Was willst denn du? Ach so, du regst dich auf über dein Gesicht. Ja, das kann ich verstehen. Du tust mir nichts, ne? Alles okay mit dir? Du greifst mir nicht an, ne? Nee. Was? Noch gerade irgendeine komische Armbewegung gemacht hier. Ist auch komisch hier, dass das, die Kamera so ein leichtes 3D-Ding hat. Ich kann ja mal kurz gucken, ob ich das in Optionen hier ausstellen kann. Ist mir schon häufiger aufgefallen. Grafik. Nein. Steuerung. Nein, bestimmt nicht allgemein. Also das erkennt man halt, wenn man das Spiel so an sich spielt, sieht man schon, dass hier so eine leichte diese Bildverschiebung ist, dass da so ein Möchtegern 3D-Effekt entsteht, wenn man denn so eine 3D-Brille hat oder Bildschirm, keine Ahnung, und halt auch nur mit der Kamera, sonst ist alles scharf. Und naja. Du willst mich doch verarschen, ne? Ach, shit. Der hat mich jetzt eingesperrt. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl bei der ganzen Sache. Und wo bin ich hier? Alter Bild, reg dich mal nicht so auf hier. Bild dir deine Meinung. Ich mag die Bildzeitung nicht. Er speichert. Oh nein. Oh nein. Ernsthaft? Der Dicke. Ich hab's doch gesagt, er kommt bestimmt bald wieder. Er läuft jetzt da hinten irgendwo lang. Wahrscheinlich müssen wir da auch irgendwo entlang. Die Frage ist nur, wo. Ja, komm doch her, Fettsack. Er hat da hinten eine Tür aufgebrochen. Vielleicht sollten wir da einfach mal entlang gehen. Ich meine, wir haben ja sowieso gespeichert, wir haben nichts zu verlieren. Giovannimo! Du. Ein Luftschacht, aber nichts hier zum... Oh, eine Batterie. Batterie ist immer gut. Ah, Kuckuck. Lass mich mal vorbei hier. Ich geh da mal. Lauf. Ich glaube, geradeaus die Tür können wir sowieso knicken. Das wäre zu offensichtlich. Ich gehe das Ganze immer ein bisschen logisch an. Und das ist manchmal auch ein Fehler, manchmal auch nicht. Ja, Kuckuck. Ist hier irgendwas? Oh, ja. Ich habe es gesehen aus dem Augenwinkel. Da hoch. Na, hoch. Verdammt. Ich habe da nur aus dem Augenwinkel gesehen, dass da so eine Klappe runterhing. Und dann dachte ich mir so, yes. Sollen wir mal hier lang gucken, bevor wir geradeaus an der Leiche vorbeigehen? Es gibt Spinnenweben überall. Fast wie zu Hause. Was haben wir hier? Ein Raum mit einer Blutspur. Mal her mit der Mappe.
von K. Vigalondo at Murkoff Corporation an C. Eisner at Murkoff Corporation. Betrifft Patient William Hope. Hey, Cindy, hatte eine weitere interessante Unterhaltung mit Billy heute Morgen. Er sagte, dass er erneut mit Dr. Wernicke über seine Therapie am Weißen Ort gesprochen hat. Ich bin beunruhigt, dass sich seine Ängste durch die Medikamente nur noch verschlimmert haben, was aber nicht in der Beschreibung der Benzodiazepin steht. Jedenfalls scheint sein toter Doktorfreund seinen Kopf mit noch mehr deutscher Folkloristik zu erfüllen. Anscheinend können nur vampirähnliche Falter den Wallrider töten, die von einem Dämon namens Horeas ausgespuckt werden. Genauso wie der Name, der wird auch ausgespuckt. Die Falter saugen den Atem von den Lippen der Menschen und trinken Blut aus ihren Brustwarzen. Da hätten wir das Phänomen mit dem Wallrider und den Männern, ne? Sie können auch die Gestalt von abgemagerten, aufrecht laufenden Schweinen oder kranken Hunden annehmen. Das behauptet Billy jedenfalls. Du hast erzählt, dass Billy schon mal die Tattoos seiner Mutter erwähnt hat. Waren das zufällig Schmetterlinge? Wenn ich mich das nächste Mal außerhalb von Murkoff Firewall befinde, werde ich online nachsehen, ob ich irgendetwas davon in den deutschen Legenden finden kann oder ob sich Billy diesen ganzen Kram nur ausgedacht hat. Ich würde sehr gerne einmal die Notizen vergleichen. Gerne auch bei einem Glas Wein. Smiley. Ist ganz schön einsam hier oben auf 2. Kurt. Hey, Kurt. Oh, kennt ihr noch das Lied mit Hier kommt Kurt von Frank Zander? Das kennt wahrscheinlich nur ich. Nee, durch diese Tür gehe ich nicht. Oder doch? Ich höre ihn. Er macht eine Tür ein. Gut, wir kommen hier eh nicht raus. Dann gehen wir mal. Kommt er jetzt hier rein oder nicht? Würde ich ja mal interessant finden, ob er dann tatsächlich hier in diesen Raum reinkommt oder nicht und so, ne? Ja, der andere Teil der Musik sitzt ein, er ist anscheinend ziemlich nah. Dies mit diesen verstörenden Geräuschen halt. Gut. Dann gehen wir mal den Schacht entlang, gucken da mal bei der Leiche. Ob wir da irgendwas machen können. Den Schacht hier wird er mich wahrscheinlich nicht erschrecken, weil er passt hier nie und nimmer rein. Also hier halt. Hier können wir auch noch lang, oder zumindest gucken. Diese ganzen Räumlichkeiten kommen mir auch sehr bekannt vor. Eingetretene Türen. Hey, Kollege! Dein Kopf sitzt ein bisschen schief drauf, ne? Komm, ich helfe dir mal, ne? Flatsch! Und wir sind hier in dieser Haupthalle, wo wir schon mal waren. Nur auf der anderen Seite vom Gerümpel. Wir sind jetzt an dem Ort, wo wir die ganze Zeit schon immer mal hin wollten. Und, ja, bevor wir jetzt weitergehen und durch diese Tür oder durch diese Tür gehen, würde ich sagen, mache ich wieder eine kleine Aufnahmepause, um euch die Spannung ein bisschen aufzubehalten. Und wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch auch noch viel Spaß und danke euch fürs Zuschauen. Bis denne, tschüss!